Weltweit müssen Journalistinnen und Journalisten damit rechnen, dass Nachrichtendienste ihre vertrauliche Kommunikation mit Kolleginnen und Kollegen und Informantinnen und Informanten abgreifen. Das ist eine zentrale Herausforderung für die Pressefreiheit. Denn nicht nur müssen wir damit rechnen, dass potenzielle Quellen den Weg zum Journalisten scheuen, wir müssen auch damit rechnen, dass gerade in repressiven Staaten Journalistinnen, Medienschaffende, Blogger tatsächlich real gefährdet sind durch den Staat selbst. Auch das BND-Gesetz lässt grundsätzlich zu, dass unser Auslandsnachrichtendienst ausländische Journalistinnen und Journalisten überwacht, ihre E-Mails mitliest, ihre Telefonate mitanalysiert. Dagegen haben Reporter ohne Grenzen und verschiedene Medienorganisationen vor dem Bundesverfassungsgericht geklagt und 2020 auch Recht bekommen. Der deutsche Staat, das heißt auch Agentinnen und Agenten und andere Bundesbehörden, müssen die Grundrechte auch im Ausland wahren. Nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts letztes Jahr hat der deutsche Gesetzgeber nun bis Ende des Jahres, um ein neues BND-Gesetz zu verabschieden. Das heißt, eine neue rechtliche Grundlage für die Arbeit und die Überwachung des BND zu schaffen. Was muss sich nun ändern? RSF fordert, dass Journalistinnen und Journalisten umfassend geschützt werden. Ihre E-Mails und Telefonate, ob mit Kolleginnen und Kollegen oder Informanten, müssen für den BND tabu sein. Auch die Kontrolle muss sich verbessern. Von missbräuchlicher Überwachung muss die Öffentlichkeit erfahren können. Grundsätzlich aber muss schon im Vorhinein klar sein, dass Journalistinnen und Journalisten nicht überwacht werden dürfen, dass erkannt wird, wenn ihre Kommunikation betroffen ist und rechtzeitig aussortiert wird. Für die Pressefreiheit ist das eine echte Chance. Der Deutsche Bundestag kann jetzt international ein Zeichen setzen gegen die Überwachung von Journalistinnen und Journalisten und für die Menschenrechte. Deswegen unterstützt uns in unserem Einsatz für die Pressefreiheit und teilt unsere Beiträge oder schreibt eure Abgeordneten oder eurem Abgeordneten. Vielen Dank.